Moin Moin und willkommen zu einem vierten Teil zu Araya. Heute sind wir wieder nur zu zweit, was aber nicht heißt, dass es dabei bleiben wird. Es sind sehr, sehr viele, die zur Auswahl stehen und es bleibt spannend, wer es wirklich wird. Das letzte Chapter war so eine kleine Erholungsreise zu dem vorherigen, wo der Messer, Hardcore, Massenmörder Hendrik einen kleinen Kackstift in die Hose getrieben hat. Und wir hoffen, dass es heute ein bisschen steiler gehen wird. Und wahrscheinlich wie in jedem Chapter bis hier, jetzt werden wir einen kleinen Challenge machen, wer den Anfang machen wird. Ja, viel Spaß dabei. Round 1, fight! Okay. Ich hasse dieses Spiel. What happened to me? Where am I? So. Ach, ich bin wieder die Alte. Jo. Super. Aber ihr Handy hat der Typ nicht geklaut. Ja, sie hat sie nur abgestochen, aber das Handy nicht. Ah, stimmt, das heißt, es ist nur auf Brüste aus. Ich hab schon mal gut dunkel an, ey. Was machen wir denn, wenn das erste, der erste Teil scheiße wird? Ja, beim halt, nächsten Mal? Das, ja, das ist halt so. Laufen, stimmt. Nicht ganz so creepy, ich bin nicht ganz in Stimmung. Bis. Hello, who is it? Can you come out? We have to talk. No, I'm not going. Please come. I'm sorry? No, I'm not going. Aria, wait. Entschuldigung, können Sie kurz mal rausgehen? Ich zu, ne? Zu, zu ist die Tür. Also, ja, sicher, ne, ich weiß nicht. Ist jetzt dort die Auto? Nee, es geht noch weiter. Okay. Ja. Ah, nicht. Nö. Komm mal hier. Ja, da, ne? Wo es arschdunkel war. Hey. Aber hinter uns war doch nichts. Das war dann genau seit der Tür gewesen, aus dem Gang. Da, ne, da, links, rechts. Rechts. Ist das jetzt eine Bank? Ja. Hä? Dann muss ich da machen. Was ist das für ein Scheiße? Muss man irgendwo hier weitergehen eigentlich? Nur mal über die offene Tür da vorne. Ja, die war gerade doch zu. Das hast du noch nicht. Doch. Alter, ist das dunkel. Leck mich. Oh, ich liebe Leichen im Horrorspiel. Oh, wenn gleich irgend so ein Leiche aufsteht. Schön, ja, mal aufs Kalte. Kalte. War aber ungesund gestorben, der Junge, ne? Ja, ist echt so, ne? Alter. Ich muss auch mal ins CS gehen, aber ich höre immer Steps. Oh, kann ich filmen. Gänsehautfaktor geht noch. Alter. Oh. Oh ja. Warte mal. Aria, come back. There are too many creepy people here. Let's get the hell out of here. Nice. Die ist die creepyste vom Ganzen. Ich wollte das jetzt nicht so sagen. I see you. Das ist der Axtmann wahrscheinlich auch gerade. Ja. Das Telefon klingelt.
Why are you calling me again? I know you're mad. I'm sorry. Come back to me. Please. Please say something. I don't like it when you shut me out. Honey, is there anything else? I'm going to bed. Can I see you? Avia! Where are you taking? Genauso an wie in der letzten Folge. Wetten und Scheiß, irgendwann läufst du hinterher und dann kommt irgendwo aus der Ecke in so eine Scheiße rausgesprungen. Oh, Alter. Was haben wir da? Haben die so ein Ibo, ne? Ibo 800 oder so? It's impossible to read what I see. What is going on this one? Die mag uns anscheinend. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwann anfange zu weinen. Das wäre ein bisschen gemein. Ja, das sind das ja meine Parts. Komplett passiert etwas. Guckt sich auch so wenig um. Lol. This is bad. Very bad. I feel like there's another person inside my head. It's like they're trying to come out. So much hate and anger. I almost hit Marissa today. Marissa, I want you to know that person wasn't me. I'm so sorry. I will. Sitzt sie in dem Stuhl drin oder was? Spektakel. Geh doch mal weg da. Oh, gleich passiert. Scheiße. Marissa? Nee, Marissa? Ey, was ist das denn? Danke schön, wir so. I hate all of you! Ich hab umgefahren. Das Land dann schon irgendwie runter, aber. Alter, gleich steht der Ding vor uns, Digga. Ich guck mal ein Fenster oder eine Tür. Das ist ein VR, ey. Danke. Passiert jetzt noch was? Kannst du aufstehen oder so? Ja. Verwirrung pur. Ich hab schon irgendwo hingekommen, ne? Hat er gerade einen Ton? Da läuft was in der Tür. Das ist unser nächster Messermörder. Und sie kurz abgeholt. Das ist weg. Das steht neben dir. Alter. Get away from me! Get away from me! Es war zu erwarten. Warum setzt man sich in den Stuhl rein? Weiß ich nicht, vielleicht hat man Bock dazu. Ich dachte, sie hat auch noch so eine Drohne wieder dran. Vielleicht wird sie sitzen. Da fehlt aber schon wieder ein Sound. Marissa? Where are you? Gut. Okay. Diese Übergänge sind manchmal ein bisschen merkwürdig. Ja.
Okay, das war jetzt schon merkwürdig. Ist da nicht noch eine Tür gewesen? Oder kamst du von da? Das sind zwei Türen. Achso, ein Raum mit zwei Türen? Nicht? Das sind viel Durchgangsverkehr, ne? Ist ja ein Frauenuntersuchungszimmer. Da war ich ja beides drin. Ja. Bei irgendwo war eine Tür verschlossen, ne? Die ist auch, aber doch von da kommst du, oder? Ja, von hier komme ich. Bin da raus und hab da hingeguckt. Ah, Eis. Ja, super. Das sieht ja richtig gemütlich drin aus. Boss! I'll deal with him myself. Let's meet at point A. Yes, boss. Ooh. I'll be there soon. Oh, ich werde immer gar nicht. Was muss Taschennummer? F. Muss ich natürlich ganz umdrehen. Ich drehe mich immer um. Das ist halt schon besser hier. Na, ist so. Müll überall, ey. Hallo. Was machst du da? Was geht schon wieder los, ey? Ja, was machen wir denn da? Entschuldigung. Vom Beckenrand wird nicht gesprungen. Mann, der springt auch gleich da runter, ey. Alter, meine Fresse, ey. Gleich eine Tourpullover an. Mir ist nie kalt. Ja, Vorsicht ist besser als... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ne? Ja, genau. Oh. A guy hit on me today. That's right, a real guy. He told me his name is Sorn. And guess what? He's also really hot. But he seems like a bit of a playboy type. Marissa is trying to warn me about him. She told me there's something a bit off about him. I suppose she's right. It's nice to have someone worrying about you. I'm really happy with how things are going with Marissa. I don't want anything or any boy to come between us. P.S. Marissa, I heard your warning loud and clear. P.P.S. Thank you so much for the music box. It's the best birthday present I ever... Könnte ich nur ein Schälchen Suppe haben?
Mach irgendwie die Türen immer alle nach außen auf, ey. Morgen. Guck mal, das ist eine unauffällige Blutspur. Oh, super. Was da ist. Geh nicht lang. Schnell weglaufen. Guck mal, der Messer mal rausgestratzt, ey. Morgen. Da ist wieder noch hart gedreckt. Passt so. Was soll schon passieren? Ach oh Gott, die Tür geht auch noch auf, ey. Nein, die geht doch nicht auf. Alter. Fick dich, ich geh da nicht lang. Ich geh mal gucken, was da ist. Schön, dass mir so eine Leiche zeigen muss, wo die Löcher gehen. Guck mal da! Ja, folgt der Blutspur. Ist immer gut. Ja, kann halt passieren. Meine Fresse! Was steht denn da? Ein Zettel. Roten Zettel. Da. Oh. Ich soll das noch kennen. Die Taschenlampe ist so scheiße. Na? Wie ist die nette Mutter? Alter. Das ja. Da war Obi schon, da gab es schon Bretter. Wieder da, warte. Hätte ich gelacht, wenn er jetzt wieder mehr weggestanden hätte. Gut zugemacht. Aber ich will da nicht reingehen. Jetzt geh mal rein, guck mal, was da ist. Oh, Mensch, da stand eine. Ja, mein Gott, die zeigt dir noch einmal. Guck doch mal nach. Ich burn hier gar. Alter, da liegt auch noch einer. Da liegt auch einer. Collect 5 Steel Items. Du hast wahrscheinlich die Zettel da. Ja. 5 Stück musst du haben. Und dann passiert etwas. Ja. Oh mein Gott, Alter. Alter, spätestens da. Ja, bei der ersten Mutti bin ich schon weg. Zweimal. Bin ich nochmal wiedergekommen für. Wie ist 5 oder was? Nee, 4. Echt jetzt? Ja, ja. Mathe ist nicht so gut. Wie lange immer so 10 Minuten sein können, ne? In manchen Situationen ist das echt. Geh mal hin. Ja, ich geh da hin. Ich bin da drauf jetzt, ne? Okay. Tür, die Tür ist zu. Zu ist die Tür. Wo steht die Schnecke wieder? Wenn ich jetzt schon 5 hab und hier noch rum. Ah, ja. Du hast erst 4. Toilette. Ich hasse Toiletten. Du gehst zu Hause hin. Das geht dich gar nichts an. Ja, guck doch mal. Wer macht denn sowas? Verschissenen Dinger hier, ey. Das ist Glas. Dumme wie ein Bärenarsch hier drin, ey. Mhm.
glaube, ich habe schon. Ich probiere es einfach mal aus. Wenn es halt funktioniert, Alter, ich reiße die Eier ab, ey. Ich glaube es nicht. Nein, es geht nicht. Ich war doch schon überall, also vielleicht da schon drin, von da komme ich, ne? Ja, nee, hier war schon drin. Gehen wir jetzt hier links? Da? Da ist die Blutspur, da komme ich her. Ja, die Tür ist auch auf. Ja, das ist wirklich. Dann ist jetzt wohl links. Da war ich, doch da drin? Nein. Da. Ist da. Mhm. Oh Gott. Was meinst du, was jetzt passiert? In der Küche? Ich will hier gar nicht rausgehen, ne? Oh, da ist schon wieder irgendwas. Wo fällt er jetzt hin? Technische Schwierigkeiten. Nee, doch nicht. Okay. Sehr komisch. Ja, durch. 7 Minuten. Oh Gott, scheiße. Catch. Oh, das ist wieder? Ja. Wo sind wir alle? Da. Komm ran. Oh, das Spiel schon wieder, ey. Wo ist denn das Blöd 4 jetzt? Ja. Warte, ich komm. Lauf nicht weg. Come find me! Fuck you, ey. Dann würde ich auch machen, wenn da so ein creepy Mädel stehen würde. Muss ich einen Schlüssel finden, ey. Search for the key. Ich hätte ein Geräusch gehört. Der halt. Ob er die Taschenlampe anhat oder einen Fan sparen um, ey. Eine Stufe weiter unten. Meinst du das? Jo, nein. Okay, da blinkt doch was, glaube ich. Bin so verwirrt. Ein Blinky-Blink. Hui. Hui. Schlüssel, oder? Nein. Denk wo. Da steht auf die kleinen. Wo? Den Mann. Gleich. Da. Ah. Die werde ich schon. Du musst immer dahin, wo die steht wahrscheinlich. Creepy as fuck, ey. Gut dunkel die Taschenlampe.
näheren Betracht möchte ich hier, glaube ich, gar nicht sein. Alter. Du kannst halt immer nur gegen Wände leuchten, damit du überhaupt irgendwo was siehst, ey. Warum ist die Alte im Stiel nicht? Wo jetzt? Irgendwo, oder nicht? Ja. Ich teste trotzdem immer alle Türen. Das haben wir gerne mag, durch dunkle Räume zu laufen. Hm, kann ich verstehen. Ziemlich viel gespielt hat. Ein kleiner Pedobär. Mhm. Dann, welche Tür war jetzt alle an zu? Ich glaube, wir müssen zu der nach oben. Mhm. Warte, Pikachu in den Tunnel. Die da außen war das doch, ne? Ne, die da hinten. Genau, direkt beim Übergang. Da, wo dieser komische, dieses Scheinwerfer da so komisch drauf war. I think it's this. Oh mein Gott, dieses Türen. Ups, falsche Taste. Das ist aufgehoben. Da müssen wir irgendein Zahnrad reinpacken. Alter, das ist so dunkel und die Taschenlampe bringt einfach mal einen Schiss, ey. Oh Gott, da passiert gleich irgendwas. Hallo Creepy Baby. Yes. Oh Gott.